Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Kohn. Ich begrüße euch zum 13. Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison. Es ist das Topspiel, Samstagabend, 18.30 Uhr, Flutlicht. Ja, was will man mehr? Und dann noch diese Mannschaften, namentlich ein Gigantenduell. Der Tabellenzweite, die Borussia aus Dortmund, empfängt den Tabellenersten, die Bayern aus München, den Rekordmeister. Und ja, leider ist es vom Namen her nur ein Top-Duell, von den Positionen auch, aber die beiden Mannschaften plagen doch erhebliche Verletzungssorgen. Die Bayern nicht so sehr wie Dortmund. Wir müssen nur auf Ribéry verzichten. Und auf Shaqiri und auf Schweinsteiger, das geht noch, das kann man kompensieren. Dortmund leider auf die komplette Verteidigung. Bis auf Großkreuz, der kann spielen. Links denn sowohl Dom haben. Ja, hier seht ihr Hummels und Schmelzer noch, aber beide können nicht spielen. Die haben sich im Spiel gegen die Engländer verletzt, die wirklich schwach gespielt haben. Ich glaube, Hummels hat eine Absplitterung in der Ferse, eine knöchelnde Absplitterung in der Ferse, fällt bis Mitte Januar aus. Und ja, Schmelzer hat sich, glaube ich, einen Muskelbündelriss zugezogen, Oberschenkel, fällt 3 Wochen aus. Ja, Piszczek ist immer noch nicht fit, dabei, seine Leistungsprobleme. Das dauert noch. Ja, und Subotic hat sich am vergangenen Spieltag Kreuzbandriss zugezogen, was besonders bitter war. Ja. Bayern muss nur auf Ribéry verzichten, weil der sich beim Petit Miracle, irgendwie so, im Parc de France ganz dezent eine Rippe angebrochen oder gebrochen, ich glaube nur angebrochen hat. Oh, ey. Ah, nee, nix. Kannst du klicken. Ah, Dortmund fängt schon gut an. Ah, Hummels blockt mich. Der dürfte nicht spielen. Der ist nicht spielberechtigt. Der ist verletzt. Aber ich will nicht meckern. Ich konnte es nicht einstellen. Ich habe mir im Creation Center zwar ein Turnier erstellt, aber. Es gibt nur Abstoß. Aber das konnte ich irgendwie nicht laden. Ich weiß auch nicht warum, woran es lag. Ja, fragt, wie sie es dann schreibt in die Kommentare. So muss ich gegen das Team antreten. Oh, die Dortmunder stören natürlich wieder früh. Götze, der macht sie nicht selber rein. Er bereitet sie vor in unnachahmlicher. Ja, aber er macht sie auch mal selber rein. Ja, Götze, der kann's. Und da ist es, das 1:0 durch Mandzukic. Schöne Flanke. Schön reingechippt. Ja, gegen Mandzukic. Da ist es schwer zu verteidigen, auch wenn Hummels da steht. Er ist drin. 1:0 für die Bayern. Ja, jetzt ist es besonders bitter für Dortmund. Jetzt sind 7 Punkte. Herr Watzke hat ja schon im Vorderen die Meisterschaft geschrieben. Ja, gut, Reus. Das, ja gut, hier gegen 4 hätte er es versuchen können, aber er muss nicht aus der Entfernung abziehen. Also dann, das kannst du bei Tomislav Piptica machen, der haut ihn sich vielleicht selber rein, aber nicht bei Neuer, das wage ich zu zweifeln. Götze? Müller? Groß? Groß! Ah, schade. Und Weidenfeller hält gut. Er hat auch, ja, ich kann nicht sagen, er hat gut gegen England gespielt. Er hat da hier nichts zu tun. Denn die Engländer waren überraschend schwach. Also das war echt schon arm. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber, ja, eine gefährliche Situation, die eigentlich nie richtig gefährlich war. Kopf war, ich glaube, von Rooney was. Über die Latte oder auf die Latte oben drauf. Aber pff, da wäre auch Weidenfeller dran gewesen. Und, ja. Lewandowski mit. Also diese Pässe, die nerven. Dafür wird es jetzt ein Elfmeter oder was? Hier, guck mal, ich kann. Oh Gott. Jetzt kann er flanken. Nein. Neuer. Ja, super. Das hast du geil gemacht, Neuer. Ja.
Irgendwas stimmt hier mit der Wahlkontrolle nicht. Haben sich hier wieder die Einstellung meines Controllers geändert? Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie Probleme. Der spinnt manchmal. Ne, klassisch. Also, sorry, Leute. War so ein Gefühl. Toni Kroos. Er lässt es laufen. Vorteil für Bayern München. Mein lieber Mann, jetzt läuft der Ball aber wie am Schnürchen. Müller. Na, 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 kommt Großkreuz noch hinterher. Aber. Ach, Mann, zu schwach abgeschlossen von Mandzukic. Der, genau wie Ribéry, mit seinen Korken für die WM qualifiziert ist. Ja. Toni Kroos. Das entscheidende 1 zu Bender. 0 gemacht. Also, entscheidend war es jetzt nicht. Wir haben 2 zu 0 gewonnen, aber 1 zu 0 und dann ja, leider für, ich weiß nicht, ob es Absicht war. Es war Sieht vielleicht keiner ein so, bisschen sieht dumm keiner für so. dieses gestreckte Bein. Das ja, hat er eine rote gesehen. Damit er hat sich ja. Wollte wohl Ja, am sehe Ball, ich. hat das Bein gestreckt und hat den Gegner in die Lewandowski. Weichteile getroffen. Oh, Immer noch oh heiß. ja. Alaba. Müller. Ah, nein, okay. Ja. Also bisher sieht es schlecht aus für Dortmund. Toni Kroos. Sie tun zwar ihr Bestes, Die aber Fans Bayern sind ist begeistert über momentan dieses noch Kombinationsspiel, das sie hier überlegen. aufziehen. Die Dortmunder laufen hinterher. Javi Martinez. Oh nein, da vertändelt Martinez den Ball. Gleich kommt Logischer wieder so Konter. ein scheiß Lupfer in Lauf. Ah, nicht doch. So spielen die Dortmunder Lewandowski. irgendwie, das ist voll übel. Na komm. Nein. Nein, 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 nein. Ja, dafür Die willst du jetzt Aktion gerade. hat einen Wollte ich gerade Eckball sagen, gefeuert. also dafür ich wieder willst, sorry. Vielleicht ein bisschen, okay, aufpassen, 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 aufpassen. Nein! Oh, weg das Ding! Das war gerade knappig, das muss ich mir nochmal angucken. Alter Falter, die gute Ecke, ich glaube von Şahin. Dann der Kopfball von Hummels, das war klar. Wäre reingegangen, aber Neuer ist noch dran. Ne? Dann Sokrates spielt ihn zurück auf Hummels. Das war unverdient gewesen. Ah, hier, wenn Hummels, gerade Hummels. Ne? Aber das Lahm klärt den Souverän. Ah, und dann einfach wegbolzen. Ja, das ist jetzt auch gewiss, wenn Hummels trifft, da eigentlich nicht spielberechtigt ist. Lewandowski. Logischer Einwand. Ja, diese hohen Dinger. Das Wojciechowski ist bewegt den Ball. Ein Dortmund, so ganz spielt ihr doch schwaches eigentlich Spiel, nicht. deswegen geht der Ball jetzt aus. Das finde ich echt schade, dass der Computer so Müller. spielt. Alaba. Ja, guck mal, geil auch. Da kommt sogar fast an, aber Hummels blockt mich weg. Das ist doof. Hummels. Ne? Wofür gibt's Bender. jetzt bitte? Oh. Lewandowski. Etwa. Ja, er blockt mich Lewandowski. Da kriege ich leider den falschen. Oh Gott. Schmelzer. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich, Marco würde mich natürlich Reus. freuen, wenn es genau so läuft. Toni Kroos. Für die Bayern, ne? Kroos. Frühe Führung. Müller. Alaba. Nein! Ach, das. Oh, Scheiße. Ja, wow, ja. Stark gemacht. Boateng, ja, starkes Spiel. Er hat auch während der Länderspielpause, also wenn sie Sehr gute Länderspielen, Flanke. gut gespielt. Hat sich richtig gut entwickelt. Robben. Groß. Mandzukic. Sieht Mandzukic. Schade. Der gute Weidenfeller. Ah, schade. Ja, das muss Eckball geben für den FC Bayern Ja, München. da wurde Schmelzer angeschossen. So, eine Ecke von Robben. Jetzt bitte ein Kopfballtürchen. Na, sowas nicht. Toller Pass. Gute Spielübersicht. Nein, Müller kriegt den Ball Ein nicht richtig unter starkes Kontrolle. Defensivverhalten, da kann sich Ah, auch Dortmund schade. bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Ja, hat Dortmund aber stark verteidigt. Ah, der wird jetzt steil geschickt. Großkreuz. Ja, die Fans stehen hinter dem BVB.
Schiedsrichter entscheidet sofort auf. Oh nein, Ecke, jetzt ist es gefährlich. Der geht wieder auf Hummels. Der geht wieder auf Hummels. Und dann kommt neuer. Gut. Schön. Und ja. Knappe Führung, alles noch sehr, knappe Führung für die Bayern. Schnelles Tor durch Mandzukic. Durch Götzes Vorlage. Ja, es ist ausgeglichen. Ich hatte den Richer und ja, ich hatte mein Biest auf der Linie. Nahm der den Nachschuss von Hummels nach der Ecke. Spieler sind da, abwehren konnte, sind da, mit beiden Beinen, das sah nice aus. Der zweite Durchgang so. Läuft. Jetzt lasse ich Dortmund ein bisschen laufen, Dante. So gemein bin ich. Lahm, Peter attackiert, Philipp Lahm. Ach, schade. Ah, ich will die ein bisschen Mürbe machen. Sie sind schon ein bisschen Mürbe gemacht. Eigen Robben den Ball besitzt. Groß. Ah, das war super gemacht von Mann. Und Achtung, genau hingeschaut. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Ja, boah. Ja, der Ball war im Tor. Eieieiei. Ich glaube, ich spiele mit denen ein bisschen zu viel. Ah, Kopfball von Reus. Guck mal, da ist Robben. Da ist Robben. Robben, lauf, Robben, lauf, lauf, Robben, Flanke und nein, zu weit. Aber haben wir nochmal Müller und rein. Hummels klärt. Verdammt. Guter Konter, habe ich leider versaut. Ah, Robben gegen Reus. Ah, schade. Ja, die spielt viel über Reus. Ja. Ja. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Toni Kroos. Dante. Jetzt keine unnötigen Ballverluste. Nein! Ach Mann, verdammt. Das war so ein unnötiger Ballverlust. Aber. Oh nein, oh Gott. Nein! Ach Mann, den habe ich nicht auf dem Radar geachtet. Ja, Dortmund kommt zum Ausgleich, weil ich Reus zu spät gesehen habe. Scheiße. Ah, ja. Ja, es war ein Fehler, Boucher. Du brauchst du gar nichts sagen. Es war ein übler Fehler von mir. Dann habe ich Dortmund unnötig wieder ins Spiel gebracht. Ah, da war ich ein bisschen nachhaltig. Aber warte mal, ich glaube, ich hole jetzt mal. Ich brauche ein bisschen was fast Starkes. Ach, ärgerlich nach so einer souveränen Führung. Ach Mann. Puh, Kacke. Thiago, komm. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Gucken wir mal, ob die Einwechslung sich bezahlt macht. Götze. Ja, 2-1. Flanke. Ja, Götze hat den Anlauf in Alaba gesehen. Der fand rein. Und Mandzukic setzt sich wieder durch. Ja, der Mario, der Super Mario. Wow, 2-1 für Bayern. Aber darauf will ich mich nicht ausruhen. Ja, man sieht, wie schnell so eine 1-0-Führung wieder weg ist. Aber jetzt, oh. Jetzt hat sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Ach, das war gar nicht Robben. Scheiße. Ah, da habe ich gefailt. Den Konter hätte ich besser ausspielen können. Ah, Abstoß gibt's. Ah, das hat er auch gemacht. Abschluss. Oh, jetzt kommt Kehl für Schein. Das wird Declan Silber. Aber einen neuen Mann, den kannst du noch immer. Will Dortmund jetzt das Ergebnis sichern? Sind die mit dem 1-2 wirklich zufrieden? Kann Jürgen Klopp mit dem 1-2 zurück... Alter, die Ballannahme. Oh Gott. Jetzt könnte es also lange sie Reus nicht rausnehmen. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Müller.
dachte, da hinten läuft einer, Klasse, aber irgendwie. Wie er die Situation vorausgeahnt hat. Den hat Neuer. Dortmund drückt. Die verschieben rund nach vorne. Aber Bayern hat so ein bisschen Probleme. Nein! Ach Mann, da wollte ich runterpassen. Oh Gott. Ah, der kam zu weit. Schwein gehabt. So, das ist gefährlich geworden, wenn Lewandowski reinkommt, ne? So, jetzt aber mal nach vorne bolzen. Das geht ja nicht so. Ich darf mich wieder reindrängen lassen. Kehl so weit vorne. Da los. Das ist eine Flanke, das wird eine Flanke von Reus. Aber der Flug kommt voll. Der Ansatz vom Flugkopfball war nicht schlecht. Aber leider nicht gut genug, um Neuer zu überwinden. Kehl ist Schmelzer. Ungewohnt weit vorne. Also das wundert mich so ein bisschen. Marco Reus. Oh, Bender. Wow, wow, wow. So, jetzt schön klären. Robben. Die Schussstatistik, ja, da fällt super. Mir der Begriff Zielwasser. Ja, wir arbeiten an der Feinjustierung. Ach komm. Ein paar Minuten sind noch zu spielen. Und ich sag Ihnen, da geht noch. Ich habe so ein bisschen mein Problem mit der Chancenverwertung. Was zwingen den Ultimate-Team an? Hier jetzt auch so ein bisschen. Lauf. Götze. Schneller Pass. Ja, jetzt muss man Zucker schon ein bisschen den Ball behaupten. Ja. Gut. Und die Situation super. Ist bereinigt. So viel dazu, Ball behaupten. Bender. Klappt irgendwie nicht so. Ah, jetzt kommen die weiten Dinger. Ja, aber Lewandowski kriegt den Ball nicht unter Kontrolle und ein Wurf für die Bayern. Schieber. Schieber für Lewandowski. Are you kidding me? Dante. Okay. Das ist. Ja, super. Das ist bitter. Nein. So. Lahm. Lass Reus noch ein bisschen laufen. Toni Kroos. Nicht Schieber! Nicht Schieber! Gegen den habe ich was. Ah, toll! Mkhitaryan! Kurz im Lauf! Ah ne, ist Thiago. Und dieser Flankenball sorgt für keine Gefahr. Ach Mist! Wollte ein bisschen schnibbeln, aber das kriegt er aus dem Stand nicht so gut hin. Oder aus dieser komischen Drehung, ja gesagt. Aus der Standdrehung. Ja! Und da ist es vorbei, das Topspiel des 13. Spieltages. Der FC Bayern München gewinnt doch recht. Ja, auch wenn die Dortmunder Fans jetzt buhen. Die haben am Ende völlig wurscht, denn nach Toren liegen sie vorn. Und das nennt man dann wieder. Gewinnen eigentlich, ja. Durch die gute Chancenauswertung 2-1 und das ist recht verdient, auch wenn Dortmund ja ein paar Schüsse mehr hat, aber die waren qualitativ nicht so gut wie die von Bayern und ja, guck dir die Schussgenauigkeit an, 6 Schüsse habe ich aufs Tor, 6 Schüsse habe ich, 6 aufs Tor und davon waren 2 drin, Dortmund hatte 11 Schüsse, war ein bisschen lächerlich, 9 davon direkt aufs Tor, war okay, meine Passgenauigkeit, ja Dortmund hängt mir gut hinterher. Aber ich würde sagen, alles in allem, verdienter Sieg für die Bayern gegen doch sehr stark aufkämpfende, sich aufreibende Dortmunder, trotz der Misere in der Abwehr. Wie heißt es so schön? Totgesagte Leben länger. Und das hoffe ich auch, vor allem auf Hinblick auf die Champions League. Und ja, 2-1. Ist ein knappes Ergebnis. Ich denke eher, Bayern gewinnt 3-0 oder 3-1. Das Dortmund in allen Ehren, aber die Qualität ist da, aber in der Abwehr haben die Probleme und wenn Bayern da zulegt, wird es schwer für Dortmund. Ich schätze 3-1 oder 3-0 für Bayern, 2-0. Ich bin mal gespannt auf eure Tipps.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und ich verabschiede mich wie gewohnt. Nicht vergessen, immer schön unsportlich bleiben. Reingehauen, wieder schauen. Tschaußens.